Wenn man A drückt. Aufnahme läuft noch nicht. Oh. Wie läuft? Du siehst an dem blinkenden roten Punkt. Die Tonspur. Merkst du nicht, dass sich die bewegt? Doch. Also jetzt habe ich die Ehre. Zu spät, wir sind schon lange drauf. Komm ja auszuschneiden. Wir haben die Ehre. Ja, also wir werden jetzt mal den... Oh, schon wieder ein Test. Bin ich hier in der HTL gelandet? Warum werde ich ständig nur getestet? Was soll der Scheiß? Aus der HTL-Zeit bist du schon längst draußen. Oh, nicht so lange. Ich bin ein kleiner Zwerg, Hilfe! Die kleinen schwimmen aber besser. Ich hab die blade Sau. Oh! Und ich hab's wieder verwirrt. Ich bin der blade Sau. Ich bin wieder klar. Wir haben gewollt, um zu lenken, nicht um zu denken, Nummer 3. Mein absoluter Lieblingsspruch. Hallo! Also ich. Achtung! Stehen bleiben! Dann komm schnell! Boah, das war knapp! Hey! Ich sag noch, da oben ist eine Münze! Habt erwischt! Nein, hau ab! Danke! Bitteschön. Oh, Mann. Perfekt. So, was kann das jetzt? Würde es sich nicht lohnen, die Viecher einfach vorher zu killen? Oh, geh bitte. Hau mich doch weg. Havara, was soll ich machen? Einfach dran ziehen, in die richtige Richtung. Oh Mann, du bist für die Viecher echt nicht geeignet, oder? Machen wir dann nachher einen Cut, bevor ich hier alles nur kurz und klein schlag. Das Ganze bei dir zu Hause machen wir nicht bei mir. Wieso rennst du mir vor der Katze? Weil ich dir von Wahnsinn gerannt bin. Ja, das macht Sinn, ja. Ja, ich weiß. Macht's. Tschüss, ja. Du! Manno! Schade, wäre eine witzige Idee. Oh nein, 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 nein. Ja. So. Jetzt werde ich mal das Elefantenpower abnutzen. Zumindest solange es mir vergönnt. Ach, oh, verdammt. Hey, was für 3? 2? Oh, verdammt! Schmarrn! Ich glaube, da wäre ein Power-Up drin gewesen. Naja, weniger schlimm. Okay. Das wäre jetzt so signifikant eine Verbesserung gewesen. Ja, okay, ich glaube, man sieht das Secret hier schon. Naja. Warten. Ja, ich glaube, dafür braucht man das Elefanten-Power-Up. Befürchte ich ganz konsequent. Na, komm jetzt her. Danke. Was? Hab sie. Warte, zurück. Und vorsichtig sein. Mann! Ich komm nicht noch. Ist es egal. Ich glaube, das Spiel ist echt nicht für den Local Multiplayer ausgelegt. Du schaust eher gerade rein als Balucci ins Menschen 3. Was sollte denn der Vergleich? Na, der Mario, Mante. Was? Ich hab dich ja eh. Ja, aber die Wanderteile sind
echt nicht dafür geeignet. Alter! Du kannst auch ZR drücken, gell? Sag ich dir nur. Sonst klappt's immer. Langsam nach unten. Wir haben. Letzte noch? Okay, ja. Kommt noch! Die kommt nicht mehr. Echt? Und ich bin nicht oben. Na komm, lass mich an. Die letzte ist in der Röhre, was ich dir gesagt habe, wofür du den Elefanten brauchst. Ach so. Ja, das ist halt blöd, dass es gerade so passiert, aber ihr habt alle gesehen, wo sie ist. Wir holen sie in To the 100 nach. Ja. Fertig. Da werde ich dann sowieso mit einer Liste arbeiten. Er nimmt nur kurz einen Imbiss. Ja. No, aber so Fleischhackerei, Würstel, boah, ja, schon gut. Ist halt sowas wie, naja, Cabanossi für die Arten. Ja. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise. Hm, habe ich eigentlich Salat gekauft? Weiß ich jetzt gar nicht. Seit wann hast du einen Salat, den du gekauft hast, größer gemacht und kannst auch hucken und mit dem flehen? Schneid ein Blatt ab, wirf's in den Wind. Ist das Gleiche? Na, no. Doch. Ist nicht. Doch. Nein. Doch. Ah. Wie Wasser, das sanft durch das Flussbett fließt. Beeindruckend. Es ist daran beeindruckend, wenn ich in den Kieselboden reinpiesel, dann rinnt's genauso. Also. Ich meine, Entschuldigung, was ist das für ein Vergleich? Unter wie vielen Wasserfällen musstest du meditieren, um so... Zählt Duschen als Wasserfall? Eigentlich schon. Eigentlich nicht. Wasserfälle, darunter musst du duschen. Ja, aber jede Dusche ist eigentlich ein fallendes Wasser, also ist ein Wasserfall. Wie... Ja, I-Tüpfelreiter, ich weiß. Aber eigentlich ja, okay, jedes Mal beim Duschen, also verpiss dich. Ich glaube, das soll auch dieses Geräusch simulieren, wenn der sich wegportet. Ebbe und im Wasserloch. Eine Schnaufspause. Was für ein Hauptsächlichnehmer? Ich würde sagen, den Delfin, oder? Ja. Ich glaube, weil er gerade sagt, Ebbe und Flut, probieren wir es mal. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich kann mir nicht helfen. Aha, uiuiui, das musst du erwischen. Ah nein, das musst du nicht alles sofort erwischen, das sinkt eh auch mit dir ein. Boah, das haben wir jetzt instant. Es ist halt wirklich das, was es sein soll in der Verschnaufspause. Ja, ich hab sie. Ja, ich finde auch für eine dritte Welt nicht so besonders spannend. Was meinst du? Ja, genau, gleich. Gehen wir in die nächste lange Welt. Wir müssen das machen. Schwierigkeitsgrad 1. Wump-Abzeichen. Abzeichen. Okay, reicht schon. Duck-Hochsprung. Duck-Hochspur. Ah. Wart. ZL. ZL. Uiuiui. Und dann so lang sammeln mit ZL, bis du eher runter jetzt. Oh. Muss ich dich denn jedes Mal vor der Scheiße retten? Ja. Scheinbar, ja. Vorsicht. Oh. Bin drüber. Warten. Manu. Vorsicht, nicht. Ah, es geht dann los. Das schaffst du nicht, du musst das von hier aus machen. Aber ich bin drüber. Komm. Wart. Jetzt bist du drüber. Das.
Warte. Wow. Oh, lass bitte mich das machen, okay? Mhm. Es geht nämlich um das, wir müssen eine Münze kriegen, weil das ist extrem lästig, das nochmal zu machen. Ja. Also müssen wir es nochmal machen, oder? Nein. Ja, machen wir's. Alle Münzen haben wir? Das ist ein Abzeichen. Ja. Ja, heißt leck mich am Arsch. Nein, das hat's gesprochen. Hm? Kennst du es nicht? So, was heißt hier? Ja, es liegt mich am Arsch. Ihr bleibt so lange, bis das fertig ist. Ja, immer wieder derselbe Text. Ich hab keine Ahnung. Ich muss jetzt zur Bauleitung. Naja. Ich muss jetzt zur Bauleitung. In welchen Planen rechnen? Ihr macht ja weiter, bis das fertig ist. Werner! Ah, scheiße! Jetzt hab ich vergessen, den Typen zu lesen. Ups! Tut mir leid! Ah, das war jetzt gerade so geil! Was ist das jetzt wieder? Zwischentest! Oh, Manno! Lernzielkontrolle! Lernzielkontrolle! LZK, ja! Lernzielkontrolle! Hört sich mies an, das ist es. Weißt du, was LZF hast? LZF? Ja. Das Zettel? Das Zentrum finden. Okay, ich glaube, ich denke ein bisschen zu falsch für das. Egal. Hat keiner gehört! wir sollten das andere Abzeichen anlegen. Oh, ich bin... Wo ist er hin? Ha? Ui. Wo ist der Gegner von gerade hin? Der ist aufgesprungen. Wer du gesprungen bist. Hat der einen Luftfahrtschein oder was ist mit... Nein, aber ein Luftfahrwerk. Das bringt ihm nicht viel. Boah, da bin ich ja voll. Was ist denn das, du kleiner Sprung? Was bist denn du? Was ist denn das? Ich kann's dir nicht sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass es komisch aussieht. Alter! Hättest du mir die Sitz vermasselt, hätte ich die genommen und kauft. Kaffee schmeißen. Und nicht springen. Oh, hab ich da gegeben. Ey, nicht springen. Hahaha! Weil jetzt sind wir nämlich die Teile. Piu! Aber nicht treffen lassen. Piu! Hey, ist wo bin ich? Hilfe! Alter! Komm da! Alter Schwede! Piu! Mann! Aber ich bin da... Scheiße! Und nach links. Wenn du gedrückt hast, springst du länger. Ja, ich weiß. Habe ich jetzt auch gemerkt. Das ist gar nicht einfach. Fliegen. Fliegen. Ich hab doch! Okay. Egal! Hat das jetzt schon alles? Glaub schon. Nein. Vorsicht. Wegen dem Sprung. Warte. Das war jetzt laut. Gut, dass ich das Teil hab. Sonst wäre das, Was? Wir werden vergessen! So der Scheiß! Oh, okay, du lebst mir noch, das ist auch was wert. Ja, aber wo steck ich? Naja, oben. Fest.
Ja, du bist ja gerade gefallen, also... Ich meine, was ich mich schon immer gefragt habe, wenn die Charaktere einfach so runterfallen... Charaktere... Starre. Das habe ich mich schon immer gefragt. Dir gelingt es also, diese Prüfungen zu meistern? Vielleicht sollte ich mich mal beeilen. Weil, ich war jetzt zwar bei Lidl, aber die, Haben mich schon leider zu. Das ist nicht das Problem, aber die, ich habe die Milch vergessen. Ich muss nochmal schnell zur Tanke Klopapier und Milch kaufen. Doch die noch vor dir liegenden Prüfungen werden sich als schwieriger erweisen. Wappne dich. Und hoffentlich hat die wirklich Probleme, Alter. Super, jetzt kommen die Schularbeiten. Ja, jetzt habe ich keine Milch mehr. Ich kann nicht mal Kaffee machen. Zuerst kommen Tests, Lernzeichen, dann Tests, dann Schularbeiten und dann Diplomarbeiten. Ja. Und dann Uni-Prüfungen. Dann. Diplomarbeit oder Bachelor? Ist es nicht gleich? Da fragst du mich gerade ein bisschen zu viel. Egal, der Typ verpisst sich. Okay, er hat gemeint... Oho. Stach... Okay, das, Ist eine Challenge. Nein, ist es nicht. Schau, es gibt zwei Wundersamen. Warum, Köder? You spin me right round, baby, right round. Okay. Ja, super. Da geht's um den richtigen Rhythmus. Ui. Alter. Büschest du? Nein. Es geht darum, dass man hier im richtigen Takt mitgeht. So viel zum Thema. Vors Gesicht. Heißt Vorsicht. Hoppala. Du musst die Sterne mit einsammeln, gell? Ich sag's dir nur. Ach, Scheiße! Okay. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ui. Oh, nein. Springe, Wandsprung und dann... Ja. Egal, du wirst ja sowieso nachgespawnt. Kein Problem. Wow. Haben wir alle drei schon? Jo. Wir sind in der Zeit. Da brauchst du dich mal. Geht so. Ja, liebe Leute. 5 Minuten. Ein Level. Geht sich von der Zeit her aus? Ja, jetzt ist es. Ist auch egal. Ja, wie gesagt, wir brechen ja bei sowas immer ganz gerne die vierte Wand. Also ich bespreche auch die Kontexte und die Level. Warte, wie viele brauchen wir hier? Das können wir gleich nachschauen. Ja. Actually. Ihr könnt also komplexe Bewegungen vorhersehen. Ja, und ich bin in Mathe immer durchgefallen. So viel zu komplexe Bewegungen, ne? Ja. Junge, das sind komplexe Zahlen, was redest du? Ja, dann war das, glaube ich, Psychologie. Also es ist kein Wunder, dass ich verkackt habe, wenn ich Mathe-Gleichungen lerne, wo ich Menschen lernen soll. Ja. Andere Frage. Weiß irgendjemand, wo die nächste Tankstelle ist? War ein Auto hat keinen Sprit mehr. Du Idiot! Wird der Meister hier etwa zum Schüler? Junge. Nur weil du nicht weißt, wo die nächste Tanke ist, weil deine Karre keinen Sprit hat... Weil du zu Lidl und zu Spar gefahren bist, um Milch zu kaufen, weil du sie beim Lidl vergessen hast. Es ist nicht, dass ich schlauer bin als du. Na, eigentlich schon, aber... Ja. Alter! Wir brauchen 10 davon. Ja, die haben wir. Befreien können wir es mal. Ja.
Aber die anderen Level, die machen wir dann im nächsten Part. Wir machen jetzt... Achso, das ist... das ist eine Verschnaufspause. Zeitschalter, Sprint. Oh, ich glaube, das ist aber Cheaten, wenn wir da zu zweit spielen. Ach, egal. Nicht mein Problem. Hätten die Entwickler besser machen müssen. Aber mal ganz ehrlich. Du musst immer halt diese Zeitschaltuhren... Die Zeitschaltuhren drücken. Aber wenn du da immer wieder dagegen springst... Ah, warte. Zurück. Wir müssen die Blume aktivieren. Wenn du gegen diese Uhrenschalter springst, dann aktivieren sich die neu. Oder fangen halt von neuem an zu zählen. Genau. Okay. Opf! Mann, das ist... Jetzt wird's aber lächerlich. Entschuldige, ja. Macht nichts. Du sorgst halt für einen Lacher. Ja, wie in deinem letzten Beitrag. Ja. Ich hab's auf Instagram gepostet, was ihm passiert ist. Er hat das Power-Up bekommen und genau dann ist ihm der Goomba reingerannt. So, du renn jetzt einfach zu dem Samen. Du renn einfach dorthin. Los. So. Ich halte dabei die Zeit an. Ich meine ja, das ist Cheaten. Das ist wirklich Cheaten. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir die letzten Parts doch ein bisschen knackiger waren und ein bisschen weiter. Würde ich fast sagen, wir lassen es an der Stelle gut sein und sagen, habe dir bis zum nächsten Mal. Servus und bis zum nächsten Mal.